Und damit ein herzliches Hallöchen hier zurück zu Metro 2033. Wir befinden uns immer noch mit dem Jungen zusammen in der Station und haben hier beim letzten Mal versucht, ich versuche jetzt hier, ich kann nicht rennen mit dem Jungen. Und ich versuche jetzt hier einfach mal durchzukommen. Aua. Und diese Viecher. Alter, warum? Oh, Alter. Sonst werden wir beide gefressen. Ja. Ist schon klar, Junge. Ich darf das jetzt nochmal von vorn machen, oder was? Nett. Wirklich nett. Da! Da ist noch einer! Wo? Ja, na klar, na klar. Ja, hallo! Hallo, was ist denn hier los? Ich sehe doch gar nicht, wo die Gegner sind. Wissen, sonst werden wir beide gefressen. Was ist denn das für eine behinderte Scheiße? Oh Gott, ich reg mich schon wieder theatralisch auf, dass ich Hasszustände kriege. Da. Okay. Ich pass doch auf. Was willst du denn, Jungchen? Ich dachte, ich muss hier hoch. Ach, da geht's lang. Habe ich nicht gesehen. Entschuldige bitte. Oh. Hier kommt doch schon wieder irgendwas. Tote Schweine, das fängt ja gut an. Was ist das? Sehr ekelhaft. Ich darf sie nicht anfassen, aber da ist Moon in dem Schrank. In welchem? Da, in dem? Ist ja cool, dass der Kleine echt... In dem da. Ich kenne die Moon-Schränke, da mein Vater ein Späher war. Schau in den mit den Zahlen. Boah, du bist ja echt geil, Kleiner. Ich habe auch eine Waffe. Sie ist an einem sicheren Ort, bis ich alt genug zum Schießen bin. Aber du kannst sie dir leihen, wenn deine kaputt geht. Oh Mann, danke Kleiner, du bist echt nett. Und wo ist die? Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Ja, war klar. Das war ja so klar. Hey, aufpassen! Hey, aufpassen! Mann! Die Viecher sind echt so ätzend. Die sind richtig ätzend, die Viecher. Hey, aufpassen! Hey, da kommt ein Schuss angekrochen. Ja, wo? Ich sehe ihn nicht. Sehen nicht. Das ist echt zum Kotzen. Da. Wo? Hey, aufpassen. Wo, Kleiner? Tja. Mein Junge, solltest dich doch nicht an den guten Kollegen hier vergreifen. Das mag ich nämlich gar nicht. So. Ich glaube, hey, pass auf, da ist ein Loch. Sehe ich, Jungchen. Aber danke. Die Leute sollten hier drin keine Granaten werfen. Mama sagt, die Decke ist schwach und könnte einstürzen. Hey, da kommt einer von hinten angekrochen. Da! Oh, das gibt's doch nicht, um von vorne oder was?
Und es ist wichtig, da kommt einer von hinten angekrochen, in Bewegung zu bleiben. Ich habe noch nie so viele Monster gesehen. Normalerweise können unsere Wachen sie alle töten. Ja, diesmal nicht. Aber diesmal ist ja John Artyom Rambo da, um die Sache hier zu regeln, Kleiner. Okay. Hey, was ist das? Sieht aus wie ein Draht. Da! Kann ich hier eigentlich wieder... Scheint so. Ich brauche keine Gasmaske mehr, das ist sehr gut. Okay, da unten möchte ich nicht unbedingt lang. Verlassen wir wirklich die Station? Cool. Ich war noch nie in den Tunnels. Was soll ich? Mama sagt, dort ist es unheimlich und Kinder verschwinden. Mama sagt, wenn Kinder zu weit in die Tunnels gehen, fangen die Mutanten sie und fressen ihre Gehirne. Und dann werden die Kinder auch Mutanten und jagen andere Kinder. Ist das wahr? So ganz unrecht hat deine Mutti wahrscheinlich nicht, Kleiner. Aber sicherlich sind auch viele Geschichten dabei, um dich abzuschrecken, damit du hier nicht in die große, weite Landschaft unbedingt raus willst, weil das ziemlich dumm wäre. Wow. Was ist das da oben? Moment. Onkel hat mir mal ein Bild gezeigt. Der Himmel. Das ist der Himmel, oder? Wie eine bemalte Decke. Ich werde berühmt. Ich habe den Himmel gesehen. Der kleine Avatar. Meinst du, wir können ganz bis zum Himmel hochklettern? Ich versuch's auf jeden Fall. Aber Kleiner, du warst doch... Moment, so hoch wollte ich doch gar nicht wirklich. Lass mich nicht fallen. Alter, jetzt kriege ich langsam echt... Bastarde, lass mich los. Mein Sascha ist da draußen. Sein Onkel wollte ihn zurückbringen. Aber ich hätte es Mama, Mama, das ist meine Mama. Sascha, gehen wir, sie sucht nach mir. Was, wenn lass sie mich gehen, nicht lass stoppen? Mich zu ihr gehen. Danke, Sascha Enke, du lebst. Sascha Enke. Bist du sein okay? Vater ist uns allen aber wichtig. Und wenn sein Sohn gestorben wäre, hätte ihn Onkel das tot, umgebracht. Mama. Aber dieser Mann ohne hat mich getragen. Ihn wären auf seinen Schultern. Alle erledigt. Ich habe ihm geholfen, die Monster abzuschießen. Vielen Dank. Bitte, bitte, kein Problem. Ich finde es schön, dass ich jemandem helfen konnte. Mama, ich habe den Himmel gesehen. Oh Gott, armer Serjosha. Danke, dass Sie meinen Sohn gerettet haben. Das kann ich nicht wieder gut machen. Aber nehmen Sie diese Patronen. Wenigstens etwas. Nein, danke. Für Kinder und für alle anderen immer wieder gern. Behalten Sie sie selbst. Die schwarze Station ist nicht weit von hier, aber der Tunnel führt in die andere Richtung. Sie müssen an die Oberfläche. Seien Sie vorsichtig. Neue Monster sind hier aufgetaucht. Faschisten. Sie haben in dem zerstörten Gebäude draußen einen Posten errichtet. Auf dem Platz finden Sie eine U-Bahn-Kreuzung, die zur schwarzen Station führt. Die Jungs werden Sie rauslassen. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Ranger. Danke. Vielen Dank. Oh. Sehr gerne. Na, Kleiner? Du siehst ja wohl voll cool aus. Sehe ich den Jungen auch nochmal? Oh, ist das schön. Boah, wie die Leute selbst in solchen schweren Tagen trotz alledem zusammenhalten. Das ist der Wahnsinn. Unglaublich, wirklich unglaublich. Boah. Es ist einfach schön, muss ich sagen. Es ist wirklich einfach schön, hier zu stehen. Und das hier... Ich meine, selbst in diesen schweren Tagen halten die Menschen zusammen und sind füreinander da. Und boah, ich finde das einfach unglaublich, dass man... Ja. Dass es selbst in solchen Scheißzeiten noch so gute Menschen gibt. Okay, wir müssen weiter. Sehen wir den Kleinen nochmal? Das wäre voll cool. Patronentausch. Oh. Nö, brauche ich nicht. Geschehen. Sonderangebote, Rabatte. Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie...
Ein Heilmittel für alles. Brauche ich nicht. Die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Die Zieroptik erhöht die Genauigkeit bei Schüssen auf große Entfernung. Also, Ihre Waffe ist bestimmt besser, aber wenn Sie unbedingt wollen... Kalasch mit Zieroptik. Sie haben genau die gleiche. Nun, wir können... Nehmen Sie sich ein paar. Diese, wie auch immer. Nö, alles gut. Brauche im Moment... Munition wäre eigentlich nicht schlecht. Verkauf und Ankauf. Warte mal, davon haben wir einiges. Hier, kaufen. Davon kaufe ich mal ein bisschen was. Das habe ich... Warte mal, die kann ich auch verkaufen, ja? Weil die benutze ich eh nicht. Und wo ist Ihre Moon? Meine ist hier. So, und hiervon nehme ich auch mal noch ein bisschen was mit. Guter Deal. Jo, denke ich nämlich auch. Munition kann man immer gebrauchen. Leute, ihr seid verrückt. Verrückte Menschen muss es auch geben. Dann mal los. Oh, heilige Scheiße, ich würde eigentlich nicht raus, aber ich muss. Werden wir nochmal an einem Außenposten vorbeikommen? Ich glaube... Der beste Wechselkurs in der ganzen Metro. Ich glaube, ich mache meine Munition so gut wie alle, oder? Ja, komm. Schrot wird noch dazu gekauft, so viel wie geht. Dann nehmen wir noch ein paar von denen mit. Ja, noch ein bisschen Schrotmunition und hier noch ein bisschen was. So viel wie möglich. So, wartet mal. Und ich wollte mal noch gucken, weil ich glaube... Werfen Sie Ihren Schrott weg. Der ist für Babys. Also, ein Heilmittel für die beste Waffe der Welt. Sehr empfehlenswert. Die zirpt dich... Mit diesem Tausch werden sie folgenden Gewinn haben. Plus 1. Ist jetzt die Frage. Die Kalaschnikow ist, glaube ich, von der Genauigkeit nicht so geil wie die ZSV. Aber was ich halt sagen muss, die Kalaschnikow hat halt mehr Umfang. Deshalb würde ich die ganz gerne mitnehmen. Wie auch immer. Ich würde lieber die Kalaschnikow nehmen wollen als die andere Knarre. Und dann machen wir jetzt hier wirklich einfach... Munition, was halt geht, nehmen wir mit und ich glaube nochmal wird es eh nicht passieren, dass wir irgendwas kaufen, von daher machen wir jetzt hier die Bude so gut wie alle. So und dann los geht's. Wie gesagt, hier können wir glaube mehr reinladen, 30 Schuss und ich glaube damit fühle ich mich ein bisschen besser. Los geht's. Außenposten. Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen. Ach ja, da war ja noch was. Mal einen Schluck trinken während der Aufnahme. Tut mir leid, ich habe das Gefühl, ich kriege Halsschmerzen bzw. Halskratzen. Und deshalb ist es, glaube ich, ganz gut, wenn ich mich ein bisschen... Oh, Kacke. Ich hätte Filter kaufen sollen. Und das hätte ich tun sollen. Das blinkt alles und da kann es nicht aufnehmen. Toll. Filter hätte ich kaufen sollen. Ich hätte Filter kaufen sollen. Verdammt. Die Leiter runter. Scheiße, verdammte Fledermäuse! Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Wer zum Teufel spricht denn hier? Guten Tag. Hallo? Hallo? Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Klar, klar. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Okay, da geht's nicht hoch. Ist hier hinten noch irgendwas? Ich muss mich jetzt natürlich hier überall umsehen, weil ich nicht genau weiß, wo es lang geht, beziehungsweise... Oh. Sind das Feinde?
Hallo? Oh, es sind tatsächlich Feinde. Ei. Okay. Ich dachte, das sind irgendwie Freunde, keine Ahnung. So. Okay. Die Leiter runter. Scheiße, verdammte Fledermäuse. Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis. Feindliche Späher. Hä? Lass die nicht entkommen. Oh. Ja, okay, es wird wohl wieder nix. Wobei. Ich glaube, die andere Waffe war von der Zielgenauigkeit ein bisschen besser. Alles klar. Ah. Trifft sich wirklich gut hier. Die Leiter runter. Scheiße, verdammte Fledermäuse. Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Ein feindlicher Späher! Lasst ihn nicht entkommen! Tja. Ja, komm doch. Mann, von wo? Och Mann, ist ja ärgerlich. Okay, Leute, ich würde sagen, das war's erstmal für diese Folge, weil ich glaube, die letzte Folge ging sowieso schon zu lang. Und von daher ist es, glaube ich, gar nicht schlecht. Wir werden hier hinten, werden wir uns jetzt verschanzen, einfach mal hier in dem Gebäude. Und dann werden wir mal gucken, wer hier so kommt, beziehungsweise wo wir hin müssen. Wir müssen wahrscheinlich hoch, würde ich sagen. Da oben laufen sie auf jeden Fall. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen hier an der Stelle einen Schnitt und sehen uns hier in der nächsten Folge wieder. Also macht's gut, bis dahin, haut rein und vielen Dank fürs Zusehen. Ciao.